Moin, heute gucken wir uns den großen Cargo Truck von Zemmoblock bzw. Zembo an und zwar die Version 107009 aus der Wandering Earth Reihe. Und zwar wird die in so einem grauen Umkarton ausgeliefert, in dem der eigentliche Karton ist, der glaube ich damit geschützt werden soll. Und ich finde, der sieht auch ganz gut aus, der eigentliche Karton. Schön weiß, neutral und da sieht man auch schon das Modell drauf. Links unten steht auch nochmal Cargo Truck Transport Truck drauf, also was das Ganze ist. Das ist auch offiziell lizenziert, da ist so eine kleine Marke drauf. Auf der Oberseite sind Figuren drauf. Ich glaube, das wird jetzt in der Zukunft abgeklebt sein, wenn man sich das heutzutage bei Bluebris kauft, wo ich das gekauft habe. Aus AliExpress oder von AliExpress aus China könnte das generell ein Problem sein, weil die Figuren, die kriegt man glaube ich nicht durch den Zoll durch. Also wenn man sich das heutzutage kaufen möchte, am besten bei Bluebris und dann bekommt man die Figuren ohne Köpfe. Ich habe das Ganze davor bestellt und deswegen hatte ich noch mit Köpfen. Auf der Rückseite sieht man auch nochmal, was man damit so machen kann, also die ganzen Spielfeatures. Da gibt es zum Beispiel diesen einen Truck, den man da rein tun kann, also den kleineren, den man sich extra kaufen kann. Und natürlich kann man hinten die Klappe aufmachen, aber das werde ich alles auch nochmal gleich zeigen, wenn wir uns den Truck selber angucken. In dem Karton, also in dem großen Karton, gibt es übrigens auch nochmal zwei kleine Kartons, in denen dann jeweils die ganzen Tüten sind. Das Ganze wird in 12 Bauschritten ausgeliefert und wenn man das Ganze aufbaut, sieht das so aus. Da gibt es natürlich einer, der jetzt den Truck mit Anhänger und Auflieger. Die ganzen Figuren, die sehen eigentlich genauso aus wie Lego-Figuren, deswegen werden die auch so nicht mehr mitgeliefert. Die werden inzwischen ohne Köpfe mitgeliefert. Ich weiß nicht, ob Bluebricks damit langfristig durchkommt, aber aktuell werden die eben ohne Köpfe geliefert. Ich habe das Ganze allerdings gekauft, bevor Bluebricks Besuch von Gerichtsvollziehern hatte. Und dementsprechend habe ich das Ganze noch mit Originalköpfen. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar extra Teile. Das war eigentlich fast eine Punktlandung, von daher glaube ich, dass die eigentlich nicht rein sollten. Es gibt noch so ein paar Tools und so. Sobald ein Tool irgendwo benötigt wird, wird dann so ein ganzes Gitter mitgeliefert. Dann gibt es noch einen Haken, so eine Brosche, einen Startkern und eine Anleitung und so. Aber dazu mehr später. Jetzt gucken wir uns erstmal die Figuren an. Und da gibt es da das Problem, dass. Also die sind alle bedruckt, die Figuren im Gegensatz zu dem Truck, der hat Aufkleber, dazu kommen wir aber auch noch. Und bei dem Druck ist das Problem, dass die Intensität teilweise unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das eine T auf dem einen Arm ist deutlich stärker als das T auf dem anderen Arm. Also das ist, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, das ist auch echt schade, weil die Drucker echt schön sind, die sind auch von allen Seiten, von vorne, von hinten, von links, von rechts. Und dann, dass die nicht hinbekommen, die gleich stark zu drucken, das ist peinlich. Übrigens ist dieser Computer auf dem Rücken hinten auch bedruckt. Die haben auch alle irgendwelche Ausrüstungen, also sei es ein Atemgerät oder eine Minigun auf dem Rücken oder irgendwelche anderen Waffen, die es so von Lego direkt nicht gibt. Ich persönlich brauche die nicht. Ich bin auch eher nicht so der Kriegsset-Fan. Aber wer es mag. Das ist übrigens nochmal die Brosche. Die Verpackung davon ist ein bisschen zerkratzt. Die ist auch ein bisschen billig und die soll auch ziemlich schnell kaputt gehen, aber wer es haben möchte, warum nicht? Dann gibt es eben noch die Rahmen. Und ich räume hier schon mal ein paar Sachen weg. Genau, die Ersatzteile. Die Bänder sind eigentlich keine Ersatzteile, damit soll so ein Kranhaken an dem Container befestigt werden. Aber ich finde Bänder nicht so cool und deswegen habe ich das erstmal gelassen. Das ist der Haken, der da dran befestigt werden soll. Wie gesagt, den habe ich nicht befestigt. Und dann gibt es hier diesen Startkern. Zumindest ist es, glaube ich, ein Startkern für so Düsentriebwerke der Firma ist der Wandering Earth. Das heißt, damit soll dann, also mit den Düsentriebwerken, die Erde von der Sonne entfernt werden. Ich habe den nicht gesehen, sondern nur so Geschichten gehört. Von daher kann ich das nicht verifizieren, aber es klingt ganz logisch. Da ist auch ein Leuchtstern drin, das sieht man. Bei der Beleuchtung ist das Ganze nicht so gut zu sehen, aber der ist schon ordentlich hell. Allerdings finde ich es ein bisschen bescheuert, dass der nur an einem Ende rausguckt. Und dann nicht irgendwie transparente Teile drin sind, sodass der in alle Richtungen guckt, weil der somit ein bisschen Verschwendung ist. Dann räume ich hier mal ein bisschen auf. Die Minifiguren übrigens sind auch bei fast allen Minifiguren Helme dabei. Genauso wie bei fast allen Minifiguren auch Haare dabei sind. Also da kann man sich dann auswählen, ob man lieber die Helme oder lieber die Haare haben möchte. Da gibt es, glaube ich, jeweils eine Figur, die keinen Helm hat und eine Figur, die keine Haare hat. Aber ich würde sagen, da gucken wir uns nochmal die Aufkleber an. Wie gesagt, die Minifiguren sind bedruckt, aber der Truck ist komplett mit Aufklebern, da gibt es kein bedrucktes Teil. Und die sind auch teilweise echt ätzend. Also diese runden Aufkleber, die man da sieht, die gehören auf die Räder. Ich habe die nicht aufgeklebt, weil die teilweise nicht mittig gestanzt werden. Und ich finde, dass es auch so echt gut aussieht.
Und dann gibt es noch so Copyright-China-Film-Aufkleber und so, die ich auch nicht aufgeklebt habe, weil mir es nicht so wichtig ist, dass das Copyright dran klebt. Aber die kann man natürlich aufkleben, je nachdem, was man so machen möchte. Hier, die Aufkleber sind auch echt ätzend. Ich glaube, man sieht auch schon die Lufteinschlüsse. Es ist eigentlich nicht möglich, die ohne Lufteinschlüsse aufzukleben, weil die so riesig sind. Und auch gerade der, wo auf den ich gerade zeige, der ist über mehrere Plates und so. Also den ordentlich aufzukleben ist praktisch unmöglich, weil über mehrere Steine geht, die auch bei den Bauschritten noch gar nicht fixiert sind. Und dann sind da auch noch eben teilweise Luftlöcher drin und so. Also es geht eigentlich gar nicht, die ordentlich aufzukleben. Man soll auch teilweise da Sachen abschneiden können, um das schöner zu machen, aber ich finde, dann passen die Farben nicht mehr und deswegen habe ich das alles so gelassen. Aber mir ist auch ein Aufkleber gerissen. Also das ist echt nicht schön mit den Aufklebern. Bei der Zugmaschine gibt es auch einige, aber die sind immerhin kleiner. Und ich würde sagen, dann gucken wir nochmal in die Anleitung rein. Das ist eigentlich eine Anleitung, die man gut folgen konnte. Ich hatte da keine Probleme. Wie gesagt, 12 Bauschritte, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube 150 Seiten oder so. Das ist alles machbar. Auch diese ganzen Computerelemente und so am Aufkleber, wie man das ja gerade sieht. Aber dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Die neuen Teile sind übrigens alle rot umrandet. Also wenn man kann dann immer die Teile raussuchen und die neuen Teile, die angebaut wurden, sind dann haben dann so einen roten Rand. Ganz vorne werden die Figuren zusammengebaut. Da gibt es auch irgendwelche chinesischen Texte, die ich nicht verstehe. Aber die sind, glaube ich, auch nicht so wichtig. Und dann gibt es hier so noch so Noppen, die es, glaube ich, so nicht von Lego gibt. Vielleicht sind es auch nur Tubes, die auseinandergeschnitten wurden, aber es sind halt Sachen, mit denen man Plates von der Unterseite, also bei beiden Plates die Unterseite, frontal miteinander zusammenbauen kann. Das ist echt nervig. Und die gibt es auch nur in diesem Leuchtkern. Also ich werde das Ganze mal auseinandernehmen, um euch das zu zeigen. Dabei vermutlich den ganzen Kern kaputt machen. Aber den kann man danach wieder zusammenbauen. Das sind ja alles Noppensteine. Oder Klemmbausteine. Eigentlich ist Klemmbaustein ein schönerer Begriff als Noppensteine, finde ich. Genau, da fällt auch schon alles auseinander. So wie es sich für so ein Video gehört. Aber das kann man ja alles wieder zusammenbauen. Auch ganz cool mit diesen ganzen Snot-Bautechniken und so. Und da sieht man die auch schon am Leuchtstein unten. Wenn man sich da verbaut, muss man eigentlich eine Zange nehmen, um die wieder rauszunehmen. Und die sind echt nicht schön. Also der Bauschritt hat echt nicht Spaß gemacht. Man muss auch aufpassen bei den Farben. Dieser Leuchtstein oder dieser Kern, der Startkern, ist in so einem Metallic-Silber, während dem der eigentliche Truck in so einem dunklen Grauton gebaut ist. Beide Farben gibt es in diesem Bauschritt, wie man da oben in der kleinen Ansicht sieht. Aber man muss dann eben aufpassen, dass man im richtigen Bauschritt die richtigen Teile nimmt. Übrigens ist das Dunkelgrau nicht der gleiche Farbton wie bei Lego, sondern noch ein bisschen dunkler oder ein bisschen matter. Aber ich finde, dass es nicht schlechter aussieht. Es ist einfach ein anderer Farbton. Also man kann die Teile nicht unbedingt immer miteinander vertauschen. Ich baue das Ganze dann aber nochmal zusammen. Es sind auch interessante Teile, die da verbaut wurden. Ziemlich viele Gelenke und so. Sind zwar auf einer. Also solche Spitzen, solche Pyramidenspitzen, einmal eins. Ich weiß gar nicht, wofür die eingeführt wurden. Und das ist auch fast schon wieder zusammen. Da muss noch eine zusammen mit zwei Plate angebracht werden und dann noch so ein Klapperbohrspiegel. Und ich sehe gerade noch eine zusammen mit zwei Plate und noch eine. Aber es ist alles kein großes Problem. Man hat auch schon gesehen, dass einer dieser Pins in Schwarz dabei war. Aber werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Also so eine Zweier-Technikstange in Schwarz. Eigentlich gibt es die ja von Lego nur noch in Rot. Aber dann würde ich sagen, probiere ich mal den kompletten Truck aufs Bild zu bekommen. Vermutlich wird das nicht ganz hinhauen. Ich habe schon so viel Bildausschnitt geholt, wie ich konnte, aber der Truck ist halt einfach riesig. Aber dann, so sieht er eben aus. Also ich mag den einfach. Der sieht vielleicht ein bisschen technisch aus, also nicht für jedes Wohnzimmer was, aber für mich ist er was. Ich ziehe ihn mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, man kann ihn echt nicht auseinandern. Also der ist, glaube ich, 73 cm lang oder so. Den aus Bild zu bekommen, das ist schon, da braucht man schon ein richtiges Studio. Aber ich rolle ihn ein bisschen umher, damit man auch alles so ein bisschen gesehen hat. Der ist auch ziemlich lang, hat 7 Achsen.
Und wie gesagt, der ist ungefähr 73 cm lang. Ich weiß nicht, ob man das Ganze sehen kann. Könnte ein bisschen unscharf sein auf dem Bild. Und eben auch entsprechend breit und hoch. Vermutlich blende ich die Zahlen gerade ein. Das Ganze ist nachsynchronisiert, weil die Tonspur im Original in der zweiten Aufnahme schon nicht hingehauen hat. Und dann möchte ich das wenigstens jetzt mal mit einem ordentlichen Ton und so weiter machen. Deswegen ist es eben nachsynchronisiert und deswegen weiß ich die Zahlen nicht mehr auswendig. Aber dann nehme ich mal die Zugmaschine ab. Den Rest gucken wir uns später an. Aber die Zugmaschine dann als erstes. So sieht sie aus ohne den Truck. Ist schon deutlich kleiner, aber auch mit deutlich mehr Kleinteilen, hat deutlich mehr Details. Also der Truck ist einfach nur noch Platten und alle möglichen Teile werden da reingedonnert. Die Zugmaschine ist schon detailliert mit kleinen Details und so. Das ist schon ein bisschen staubig, weil er schon ein paar Tage bei mir steht. Beziehungsweise ein paar Wochen. Vorne ist auch so ein schöner Motorblock, also die Teils sind echt schön, auch so ein bisschen Snot und so. Auch wenn es insgesamt nicht so kompliziert ist, es gibt leider keine Lenkung, sondern die Räder sind alle nur an so typischen Technikachsen befestigt. Auch weil innen ein bisschen Leerraum ist, hätte man da eigentlich guten Motor unterbringen können. Dreht sich auch alles gut, ist auch alles ordentlich fest, wie bei Technik eben üblich. Die Techniksteine von Sembo sind nicht ganz in der Lego-Qualität. Also es hakt teilweise noch ein bisschen. Aber die normalen Lego-Systemsteine oder die normalen Systemsteine von Sembo, die sind perfekt, also oder fast perfekt. Also die fühlen sich ein bisschen anders als Lego-Steine an, aber nicht schlechter. Und ich finde, da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Hinten sind auch noch ein paar Details. Da ist auch so eine Tube, die am Ende mit dem Container verbunden wird. Und es gibt eben haufenweise Achsen und eben viele Teile, die auch in richtigen Farben sind. Also so ein Stopper, so ein Achsstopper oder so in Schwarz. Der Held der Steine würde direkt einen Freudentanz machen. Bei den ganzen richtigen Farben. Dann auch 1x1 Plates mit Aufklebern drauf, zum Beispiel mit einer chinesischen Flagge. Das ist natürlich nicht so schön. Auch da sind überall Aufkleber drauf. Das Logo und so, alles Aufkleber. So ein bisschen ändert der Aufkleber auch die Farbe vom Rotton. Das ist ein bisschen schade. Und man hat schon gesehen, das Ganze kann man auch aufmachen. Da gibt es auch ein ordentliches, detailliertes Führerhaus drin. Auch wenn da trotzdem noch ein paar Hohlräume sind, die man, finde ich, hätte nutzen können, um eine Lenkung oder so einzubauen. Da sieht man die ganzen Bedienelemente im Bett. So ein Container, wo der Aufkleber leider abblättert. Oder so ein Gascontainer. So ein Schrank mit einer Kaffeetasse. Eine Toilette. Irgendwo muss man noch aufs Klo gehen. Und so ein paar Bedienelemente, die leider alle Aufkleber haben. Ein paar Joysticks und vorne ist auch so ein paar Aufkleber. Die ganzen Sitze, vielleicht zum Besprechungsraum oder so. Und wenn man möchte, kann man dann natürlich auch die Figuren reinsetzen. Dafür gibt es ja genug dabei. Von vorne sieht das so aus. Vorne ist auch die Frontscheibe ganz interessant gebaut, leider ein bisschen zerkratzt und mit einem kleinen Blaustich. Aber ich finde trotzdem, oder es kann sein, dass das trotzdem noch durchsichtiger als einige Lego-Teile sind. Auch die Schräglage ist auch, davon ist interessant gebaut. Aber es gibt natürlich auch da viele Aufkleber. Dieses CN114-Logo und so. Genau, der Motorblock sieht schön aus. Da ist auch so ein Außenspiegel, der leider immer ein bisschen den Winkel verliert. Das kann man aufklappen, um darauf zu gehen. Oder rauszugehen. Oder rein, je nachdem, wo man hin möchte. Und wo man ist. Genau. Die blauen Technik-Pins auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob das ein Detail ist oder ob die einfach nicht in einer anderen Farbe hatten. Das ist ein bisschen komisch, weil die extra andere Teile in extra Farben produzieren. Ich weiß es nicht. Dann kommt das alles wieder schon rauf. Auch das Dach ist schön mit dem Muster gebaut. Fällt nochmal von unten reingucken. Aber es ist schon echt ein massives Ding. Sieht gut aus. Kann ich mich echt nicht drüber beschweren. Und da ist ein kleines Teil abgeflogen. Ich glaube, so ein kleines Detail. Mal gucken, wo das eigentlich hingehört. Ich sehe es gerade noch nicht, aber ich glaube, oder? Vielleicht ja irgendwo auf der linken Seite. Ne, wir werden es ja gleich sehen, wo ich das hingebaut habe. Oder auch nicht, weil ich das Ganze nicht zeige. Nehmen wir an mich, wenn ich irgendwas mache, dann sollte das Ganze vor der Kamera passieren. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns nochmal den Auflieger an, der so nicht bei dem, nur weil er zum Schnee dabei ist. Das Set kostet übrigens bei Bluebricks hier in Deutschland 150 €, also 150 €, 3700 irgendwas Teile.
Das ist schon ordentlich, vor allem bei der Teilequalität. Und da sind einfach nur wahllos Platten reingehauen. Ganz viele Platten, auch darüber sind Schichten von Platten. Wenn du jemals Platten haben wolltest, gibt es hier eine ganze Menge. Auch hier die Räder sind genauso eingebaut, genauso mit schwarzen Elementen. Ich finde auch diese Räder in Rot und diesen Effekt, der durch diese Spiegel oder durch diese runden Teile drin ist. Und man hat schon gesehen, dass sich auch der Container aufklappen lässt oder das Dach annehmen lässt. Aber dazu mehr später. Da ist auch schon wieder was abgefallen. Ich glaube, das gehört hinten an die Klappe, die man auch aufmachen kann. Vielleicht auch später. Und auch dieses Muster vorne an den Seiten finde ich gut gebaut. Leider ist es mit dem schräg dahingehend so ein bisschen lose gebaut. Das ist jeweils nur in einem Stud befestigt. Gerade unten kann es sein, dass die runterklappen von selbst. Diese Stäbe. Aber insgesamt massiv das Teil, sieht gut aus. Hat auch ein paar Details überall. Auch wenn nicht so viel über die Zugmaschine. Aber vielleicht hat es im Film auch weniger Details, ich weiß es nicht genau. Es gibt auch überall so kleine Teile, mit denen man den Container abnehmen kann. Den werden wir uns dann später mal angucken und erstmal nur den Anhänger angucken. Ohne Container. Das kann man entweder alles einzeln abrupfen, was glaube ich nicht so gut funktioniert, oder einfach so abrupfen und gucken, was dran bleibt. Auch da sieht man wieder haufenweise Platten überall. Also es ist echt unglaublich viele Platten, die da reingehauen haben. An den Seiten gibt es noch ein paar Klappen, die man aufklappen kann, um irgendwelche Sachen unterzubringen. Vielleicht irgendwelche Pistolen oder so. Ich weiß nicht genau, was im Film vorkommt. Ich weiß nicht, um irgendwelche blinden Passagiere zu verstecken oder so. Auch schon diese Details zwischen den Rädern, dass da Schutzbleche sind oder so Dreckabweisebleche. Die sind, glaube ich, teilweise nicht ganz stabil gebaut, aber es passt schon alles irgendwie. Das ist nochmal die Anhängerkupplung. Und man kann da natürlich auch eigentlich ein anderes Fahrzeug oder so raufbauen, je nachdem, worauf man gerade Bock hat. Oder rauffahren. Auch schon die Details hinten mit diesen Leitern oder so. Und dann kommt natürlich das nochmal der Auflieger. Oder der Container. Vorne schön dieses schräg zusammengebaut, das habe ich ja schon mal gezeigt, wie das war. Auch so ein bisschen stufenweise und da sieht man den Aufkleber. Also da sind Luftanschlüsse drunter, da ist über mehrere Teile. Ein riesiger Aufkleber, das ordentlich hinzubekommen, ist unmöglich. Da sieht man auch diesen kleinen Schnitt auf dem Feld links daneben. Also der eine Aufkleber ist ein bisschen zerrissen beim Abziehen und sowas darf halt eigentlich nicht passieren. Von unten auch unglaublich viele Platten. Also es ist Madness. Verrückt einfach nur. Die Leiter kann man auch runterklappen. Je nachdem, ob man den Container so auf den Boden stellt oder ob der auf dem Auflieger ist, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Freiraum nach unten. Und die weiße Klappe, da kann man auch aufmachen. Und da sieht man auch unglaublich gut diesen Luftanschluss und den Aufkleber. Aber es geht halt einfach nicht besser. Also vielleicht ein bisschen besser, aber irgendwo sind auch Grenzen, bei so einer großen, diese Aufkleber aufzukleben. Vielleicht sollte man die auch einfach gar nicht aufkleben. Sieht bestimmt auch ohne Aufkleber gut aus, auch wenn dann diese Fahrverläufe links nicht so gut umsetzbar sind. Ich würde sagen, dann gucken wir mal in den Auflieger rein. Da kann man einfach diese Sachen hier rausheben. Die sind auch größtenteils gleich gebaut, bis auf das erste und das letzte. Und da drinnen ist halt einfach nichts. Man könnte auf der Verpackung schon sehen, dass man auch einen Truck reinfahren kann, der einzeln gekauft werden kann. Das finde ich ganz gut von der Idee her. Oder man kann natürlich diesen Kern da reinbauen oder irgendwelche eigenen Sachen da reinbauen, irgendwelche Bedienelemente oder so. Je nachdem, was man so verschiffen möchte. Vielleicht auch irgendwelche Menschen oder so. Keine Ahnung. Das ist übrigens ein Witz. Hier die Klappe kann man auch aufmachen, um da reinzugehen. Also da sieht man auch schon, das ist alles im Minifigurenmaßstab. Und das macht es eben umso verrückter. Und da sind eben diese Klappen in die, diese, oder die Greifer in die Tube von der Zugmaschine reinkommen. Weshalb hat da die Zugmaschine noch nicht so gut oder das Gespann in nicht so guten Kurven ist. Hinten kann man die Klappe auch aufmachen. Die Klappe sieht auch echt gut aus mit den ganzen Aufklebern. Die sind auch nicht so groß. Also das finde ich echt gut umgesetzt. Die kann man auch nicht aufkleben, aber eben diese eine Seite, das ist unmöglich, die ordentlich aufzukleben. Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon so ziemlich. Insgesamt ein schönes Set. Ich würde mir das auch wieder kaufen mit dem Wissen,
wie das Ganze ist. Schade, dass es keinen Fake-Motor oder so gibt oder keine Lenkung. Das hätte man noch ordentlich reinbauen können. Wenn ihr nur die Zugmaschine haben wollt und euch der Auflieger zu langweilig ist, dann könnt ihr auch die Zugmaschine kaufen. Die kostet, glaube ich, 60 oder 70 Euro bei Bluebricks. Auch da sind Figuren dabei. Ich glaube nicht ganz so viele und die sind dann ohne Köpfe. Aber wenn ihr alles haben wollt, dann natürlich die Zugmaschine, also dieser komplette Truck für 150 Euro oder ein kleineres Modell davon. Die gibt es auch in allen möglichen großen. Es kommen auch bald neue Wandering Earth Sets bei Bluebricks. Vielleicht gibt es die jetzt auch schon. Zum Beispiel so ein Kran. Bei AliExpress gibt es auch noch eine Rakete und so, aber die gibt es bei Bluebricks bisher leider nicht. Also Sembo kann ich auch so von den Steinen nur empfehlen. Technik ist ein bisschen frickelig und so, aber das geht auch. Aber so einen, diesen Truck zusammenzubauen, auch am Stück oder fast am Stück, irgendwie in drei Abschnitten oder so, ist kein Problem. Das Aufeinanderbauen, da musst du dann wieder die einzelnen Sachen kontrollieren, also das ist nicht so gut geworden. Vielleicht hätte man da keine festen Verbindungen zwischen Auflieger und Anhänger machen müssen sollen. Aber dadurch weiß man dann immerhin, ob der Anhänger oder ob der Container komplett auf dem Anhänger drauf liegt. Aber da muss man immer die Sachen alle einzeln kontrollieren. Das ist ein bisschen nervig. Oder dass es am Ende nicht fest ist und während der Fahrt runterfällt. Das wäre natürlich ziemlich belastend. Aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz drauf, also nochmal ein bisschen runterdrücken. Das passiert auch häufiger, dass der Container, wenn man ihn drauf tut, nicht ganz drauf ist, sondern dass man dann noch ein bisschen umherrutschen muss, bis der komplett drauf ist. Aber das war's dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Video.